Leichter Regen, 17 Grad. Nee, also hier ist es deutlich kälter. Klar, ist ja auch direkt am Meer, ne? Direkt an der Ostsee. Oh. Guckt euch das Matchmaking dazu mal an. Das könnte möglicherweise relativ eindeutig werden. 70,4 gegen 44,3. Naja. Mal gucken. Ihr habt was? Ihr habt einen Napoli. Na dann. Wir haben den Moin. Aber wir haben auch zwei mit Fähnchen. Ja, dann, ne? Mal gucken. Durch die hohe Gasse wird er kommen. Vermute ich mal. Um sich dahinter zu stellen. Guckt euch das Positioning von der Schliefen mal an. Moin, ich dachte, du fährst jetzt weiter. Oh Gott, ey. Na gut. Also, Operation Save the Star. Mal gucken, wenn er neugierig die Nase rausstreckt. Wird aber gar nicht tun. Maschinenboost, das heißt, da ist die Shima. Nur ist die Frage, da 1, 2, 3, 4, wer fehlt noch? Die Yamato fehlt noch. Da ist die Yamato, guck mal. Schalten wir mal frühzeitig auf. Und Schröder, moin! Das wundert mich jetzt nicht.
So. Ja, und nun gibt er Gas, ne? Klar. Upsa! Ja, das wollte ich ja eigentlich. Dass er ein Flooding kriegt. So, gleich mal testen. Nein. Okay, ich wollte jetzt wissen, ob da irgendwo die Shima ist. Und ich hätte natürlich auch gerne noch einen Brand genommen, aber naja. Was nicht, es ist nicht, ne? Okay, also Shima ist in C. Das ist eine gute Info. Für mich jedenfalls hier. Was die da jetzt draus machen, weiß ich nicht. So. Da hätte ich drauf gewettet. Die Shima, aber der ist auch noch nie gespottet worden, also natürlich. Ah. Ist natürlich jetzt wichtig, die Shima rauszukriegen. Die beiden Schlachtschiffe, damit habe ich nachher kein Problem. Jetzt muss nur unsere Shikishima einigermaßen schlau fahren. Aber der fährt ja breitseitig zu den beiden Schlachtschiffen. Also so viel zum Thema schlau fahren. So, und noch halten wir zwei Caps. Yamato. Ha!
Fuck you. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. So. Problem gelöst. Schicke ich ihm auf, warum schießt du jetzt? Du musst doch gar nicht schießen. Der muss überhaupt nicht schießen. Nebelwerfer gestartet. Setzen Sie eine Nebelwand. Und der Schwachkopf schießt wieder. Heil doch einfach hoch. Nebelwand gelegt. Chevalier, moin. Bono, moin. Ja. Gott, wie kann man nur so dumm sein, ehrlich. So, jetzt muss man aufpassen, dass die Main hier nicht gleich rauskommt. Von den Weghalten, ne? Mhm. Maschinenboost deaktiviert. Unser Sieg ist in Sicht. Tja, Kollegen, mit einem Cap könnt ihr nicht gewinnen. Ihr braucht ein zweites. Nein, Main. Nein, nein. Nein, nein, nein. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Guck mal, Yamato, wenn du jetzt rausfährst, dann fahre ich ins C und hol mir C. Und bis du bei dem anderen Cap bist, versenken muss ich dich ja gar nicht. Das ist mir egal. Ja. Oh. Das ist ja unangenehm. Geinselt. Und trotzdem wird das wahrscheinlich an ihm vorbeilaufen. Oder? Trifft der eine außen? Oh. Guck mal, da haben wir doch ein kleines Flooding. Kommst nicht weg. Das ist schon unangenehm, ne? Und jetzt... Nee, du kommst doch nicht weg. Nee, nee.
Wo hast du deine Waffen? Ganz woanders. Guck mal. Hier bin ich, mein kleiner Scheißer. Hier bin ich. Tja. Rang erhöht. Daher Shima. 176.000, 3 zerstört. Kampfspeer. Teamwertung 2241. Ja. Alle versenkt, die ich getroffen habe, ne? Potenzieller Schaden 21.500. Na guck mal, da hätten sie mir fast das. 15 Minuten. Nein, alles gut. Also das finde ich jetzt wirklich deutlich, was man mit der Shima alles machen kann. Ne? Spricht deutlich für Shima, finde ich.